Wow, Waypassbox, geil, Waypassbox Nummer 3 jetzt mittlerweile schon. Das ist die Waypassbox von mir oder für mich für den Januar. Was alles drin ist, wie viel drin ist, was ich euch zeige, das gibt alles gleich. Jo, Freunde, heute Waypassbox Nummer 3. Ich dachte gerade schon, ein bisschen verwirrt, aber das Tolle ist, im Laufe des Videos gibt es sogar noch einen Rabattcode für die Waypassbox. Nur für euch, für meine Videozuschauer gab es extra. Ja, egal, da komme ich noch so mittendrin im Video, aber jetzt direkt raushauen und dann. Da ist diesmal ohne meinen Namen. Ohne meine Anschrift. Egal, Waypassbox Januar. Ihr dürft nicht von meiner Größe ausgehen, meine ist ein bisschen größer wie normal. Jetzt haben wir natürlich. Egal, sage ich euch auch gleich. So, für den, was noch nicht gesehen hat, Waypassbox ist ein Abo, wo man so eine tolle Schachtel einmal im Monat so geschickt kriegt für verschiedene Größen. Ich baller dir, wenn du das noch nicht gesehen hast, den Link mal unten rein. Geh auf die Seite, schau dir mal die Gebindegrößen an, etc. oder die Paketgrößen, was es gibt. Okay, wir haben natürlich wieder Sticker. Heute gibt es zwei Sticker von Barhead, neue Jungs aus Berlin. Mit denen habe ich auch schon geschrieben. Erzähle ich euch gleich, auch sehr interessant. Ich zeige euch jetzt mal die Waypassbox, wie sie aussieht. So sieht das aus, hier ein tolles Bildchen. Und dann ist immer per Hand von jemandem oder der, wo das zusammenstellt, hat immer mal was per Hand reingeschrieben. Deswegen zusammengestellt von Manuel. In dem Sinne, danke Manuel. Cooles Paket auf jeden Fall. Mit unserer neuen Barhead. Mit unserer neuen von Barhead auszutesten. Ausrufezeichen, okay. Ich dachte, das ist ein normaler. Aber das ist ein eigenartiger Satz. Egal. Dankeschön, Barhead. So, ich hole einfach mal die Pullen hier aus diesem Nest hier raus. Zack, zack, zack. Heute habe ich 5 Stück an der Zahl. 15 Milliliter. Ihr seht hier, hat man so gefuselt drin. Stellen wir die mal vorne hin. So, sortiere das mal ganz kurz. Einmal haben wir hier von Cloud Alchemist. Ewig stehe ich heute eigentlich im Schatten, aber irgendwie ist das Licht auch ganz toll heute. Cloud Alchemist aus USA, Arakins, 8, was ist das, holziger italienischer Tabak mit Karadom und Necken. Wir haben hier was von Boardwalk, auch aus den USA, Captain Krusty, passt zu meinem Bart, 14, so wie er mir schon schrieb. Honig, Zimt und cremige Burike, keine Ahnung was das ist. Das werden die zwei sein, die ich heute teste, weil ich habe in meiner Waypassbox die komplette neue Produktlinie von Barhead. So, ich habe aber vor einer Woche oder ungefähr auch mit Barhead geschrieben. Für die werde ich persönlich nochmal ein separates Video machen, weil ja, ich habe mit denen geschrieben, ich mache für die halt einfach ein separates Video. Es wäre schwachsinnig, wenn ich die Liquids jetzt in der Waypassbox teste und übermorgen nochmal ein Video hochlade, wo ich genau die drei Liquids nochmal teste. Das wäre schwachsinnig. Deswegen bleiben die drei auf jeden Fall noch geheim. Ich kann schon mal sagen, dass sie echt lecker sind. Die nennen sich Lash, Revive und Blackout. Sehr fruchtige Linie, süß, zitronig, wer weiß, mal gucken. Deswegen stellen wir die auf Seite. Das ist halt scheiße jetzt, ne? Ich find's lustig, ne? Sarkast, würde ich sagen. Deswegen wird es heute leider nicht so lange. Wir gucken mal, ob wir das ein bisschen ziehen können hier. Mit wem fangen wir denn an? Ach komm. Nee. Ich würde sagen, wir fangen an mit Boardwalk. Captain Krusty. Und wer hier nennt mich jetzt Captain Krusty? Alles heute natürlich wieder auf meiner RX200. Mit einer Fuse Clapton, weil ich finde, in der Fuse Clapton ist der Geschmack sehr, sehr toll.
Schauen wir mal, wie der Captain Krusty den Geschmack hat. Wir will not stop the ball. So. Boardwalk Vapor US Captain Krusty 15 ml die Flasche. Mischverhältnis von 70% PG, 30% VG. Ich lese das natürlich hier auf der Pappe mal eben ab, weil Honig, Zimt und cremige Poritke. What the fuck? Flash, es hat irgendwo eine Süße. Nur ich suche den Zimt. Wie immer. Jemand macht mehr Zimt rein, bitte. Mehr Zimt. Der Honig kommt irgendwo durch. Und dieses Porridge. What the fuck is Porridge? Porridge. Ah, hab kein iPhone mehr, sonst hätte ich jetzt Siri gefragt. Spaß. Also es ist lecker. Es hat irgendwo was. Nur meiner Meinung nach schmecke ich kaum Zimt. Ich schmecke den Zimt da einfach nicht raus. Ne? Aber es kann natürlich sein, dass der Nächste wieder sagt, hey, ich schmecke den Zimt. Das hatte ich das letzte Mal beim Liquid gehabt, wo absolut nach Zimt meiner Meinung nach geschmeckt hat. Zimt, Erdbeer war das irgendwie so, keine Ahnung. Und der Kollege sagte so, ich schmecke den Zimt gar nicht. Ne? Von daher, Boardwalk, Krusty ist eigentlich echt okay. 3 Milligramm Nikotin habe ich mir da in meinem Profil angelegt. Deswegen mal gucken, ich lasse das jetzt erstmal noch ein bisschen auf 3 Milligramm. Irgendwann werde ich wahrscheinlich runter auf 0 setzen. Und dann hat sich das mit dem Nikotin. Aber mir ist es eh Latte, weil ich habe da kein großes Suchtempfinden mehr. So, jetzt haben wir hier Cloud Alchemist. Ne? Ich zeige euch die Pulle auch mal. Das ist hier Arrakis. Auch 15 ml, aber hier haben wir 80% VG, 20% PG. Wenn wir uns hier mal wieder ein bisschen was drauf träufeln. Das ist halt jetzt ein bisschen intensiver, nenne ich es mal. Ne? Weil hier haben wir einen holziger italienischer Tabak. Okay. Mit Karadamom kenne ich nicht, und Nelken. Nelken ist sehr... Ah, Nelke ist nicht so meins, muss ich sagen. Es ist in der Tat etwas hölzern. Aber es ist nicht schlecht. Man schmeckt die Nelke auch irgendwo hinten im Abgang. Aber sie ist nicht aufdringlich, das ist schon mal ganz wichtig, weil wenn es zu aufdringlich wird mit der Nelke, dampf ich sie nicht, weil es ist nicht meins, Nelke. So, beim Einatmen merkt man auch so diesen bisschen dunkleren Geschmack von einer gewissen Tabaknote. Also es schmeckt schon irgendwie hölzern, tabakmäßig. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie hölzrische italienische Tabak so schmecken, aber ich kann sagen, ich weiß ungefähr, wie hölzern riecht oder hölzern schmeckt. Man kann sich das irgendwo vorstellen, in einer gewissen Mischung mit Tabak und Nelke. Also die Geschmäcker, wo draufstehen, die schmeckt man auch irgendwo so nach und nach raus. Vielleicht muss es auch noch ein bisschen ziehen. Ich weiß nicht, wie lange oder wann die gefertigt wurden. Ne, habe ich gemerkt bei dem anderen, was ich mal hatte, da war auch Nelke drin. Anscheinend stehen die von Cloud Alchemist auf Nelke, keine Ahnung. Und das habe ich auch noch mal länger stehen lassen und dann noch mal gedampft. Und dann war das Nelke noch intensiver. Und umso länger habe ich es natürlich stehen lassen, weil es mir zu intensiv war. Aber egal. Man kann es dampfen, wäre vielleicht all-day-fähig für den einen oder anderen, der auf Tabak steht. Ja, es tut mir natürlich jetzt echt leid, dass ich jetzt nur 2 Stück aus der Vapor Box testen konnte, aber dafür gibt es halt die Tage, ich gucke, dass ich es relativ schnell dahinter setze, dass ihr auch wisst, wie die neuen vom Barhead schmecken, weil die sind ganz neu bei Vapor Box dabei. Wie gesagt, lass uns mal... Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal abgehakt von Barrelhead, das kommt die Tage.
Jetzt gibt es natürlich noch ein cooles Special, was Vapers Box angeht oder generell die Seite Vapers Box angeht. Da ich jetzt schon das dritte Video für die Jungs mache, haben die sich irgendwas Tolles für euch und natürlich für mich ist es natürlich auch toll, weil ihr was davon habt, sich ausgedacht. Da hat er mich auf einmal angeschrieben und sagte, hey Kevin, ich habe eine coole Idee für dich. Ich gebe dir und deinen Reviewern einen 10% Gutschein auf, ich sag euch das mal hier, die haben einen Gutschein für mich generiert. Der Gutschein läuft unter Vaping Apes, großes V, großes A, so wie man mich natürlich schreibt, Vaping Apes. Wenn er den bei der ersten Bestellung im Shop auf die erste Vapers Box im Abo, gibt es natürlich 10% Rabatt. Und halt auf alle Produkte im Shop, was ihr auch immer da bestellt, wenn ihr dann meinen Gutscheincode VapingApes eingibt, gibt es 10%. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei der ersten Bestellung ist oder wie das ist, wenn ihr schon angemeldet seid, dann wenn ihr textet ihr den mal kurz an oder so. Ich denke, oh, die lassen da schon mit sich reden. Der Gutschein ist gültig bis jetzt Ende, also bis Ende der Woche, am Sonntagabend um 24 Uhr. Ich guck mal eben schnell auf meinen Kalender, wann das dann wäre. Ja, Handy und ich. Puff, schlimm. So, Essplaner. Also der Gutschein ist gültig bis zum 17. Januar 2016, ne? Deswegen habe ich mich hier ganz schnell beeilt, wo er mir das geschrieben hatte. Da dachte ich, okay, komm, schnell Video fertig machen, dass die Leute den Gutschein nutzen können. Also ihr habt jetzt eine ganze Woche Zeit für den Gutschein zu benutzen. Denkt dran, Vaping Apes, großes V, großes A, 10% Gutschein. In dem Sinne, Leute, Vapes on, bleibt sauber, schöne Woche. Nutzt den 10% Gutschein, wenn ihr möchtet natürlich, weil im Shop gibt es echt viele tolle und leckere Liquids. Oder natürlich auch mal so eine Vapers Box ausprobieren im Abo, wenn ihr Bock habt. Das Abo ist jederzeit kündbar, ohne Probleme. One Click und dann ist das Abo weg. In dem Sinne, Freunde, haut da rein.